Hallo Welt! Ich heiße Pascal und ich sitze hier auf meiner privaten Stubencouch. Ich habe ein dreckiges T-Shirt an, habe einen roten Fleck auf der Stirn, bin unrasiert, habe nach meinem Empfinden eine viel zu hohe Stimme und bin gänzlich ungeeignet, YouTube-Videos zu drehen. Also habe ich mir gedacht, drehe ich halt mal ein YouTube-Video. Das Ganze habt ihr Flowfinder zu verdanken. Die haben mir indirekt, wenn man so will, dazu geraten. Flowfinder, das sind Leute, die einen Tipps fürs Leben geben, auf fast schon poetische, philosophische Art und Weise. Sehr intelligente Leute, sehr sachlich. Hätte ich mich jetzt erst umgezogen, rasiert oder vielleicht sogar geschminkt, dann wäre dieses Video nicht zustande gekommen. Flowfinder hat gesagt, in einem ihrer vielen Tipps habe mir nicht alles gemerkt, was die gesagt haben, aber diese eine Sache ist extrem hängen geblieben. Flowfinder hat gesagt, gerade einmal gut genug ist gut genug und Perfektion ist der Killer des Fortschritts. Wenn ich mich jetzt gestylt hätte, die Stube ausgeschmückt hätte und Hintergrund verändert, boah, dann hätte ich genug Ablenkung gehabt, das Video jemals zu drehen. Also ich hätte es nicht gedreht. Ich musste wirklich den Moment für mich finden, wo ich das jetzt mache. Ich bin sehr schüchtern und mir fällt sowas sehr, sehr schwer. Also ich verhaspel mich in den Worten, ich kann kaum die Kamera blicken. Das Ganze, also warum ich das mache, das hat einen Sinn, das hat einen Nutzen. Das dient zum einen meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und zum anderen kann ich vielleicht auch anderen Menschen helfen, denen es genauso geht wie mir. Oder ich kann vielleicht auch Menschen helfen, denen es nicht so geht wie mir, indem ich Ihnen eine andere Sichtweise vermittle. Ich möchte YouTube-Videos drehen, wo ich über Wahrnehmung spreche, über gesunde Ernährung, Selbstreflexion, Mobbing an Schulen, vielleicht sogar ein bisschen was über Kindererziehung und generell über psychologische Sachen. Ich hatte am Anfang Angst, dass das Video jemand sehen könnte, der mich kennt und dass der das blöd findet oder lächerlich, dass sich drüber lustig macht. Aber mittlerweile habe ich erkannt, dass YouTube eine ziemlich private Sache ist, da ich habe vor 7 Monaten bereits ein Video von mir reingestellt, wo ich nicht vor der Kamera auftrete, sondern wo ich etwas gesungen habe. Mit einem Keyboard gespielt. Das war vor 7 Monaten. Dieses Video hat bis heute 0 Aufrufe. Null. Da steht zwar, es hätte 23 Aufrufe, das sind aber die 23 Mal, die ich selber nachgeguckt habe, ob ich Aufrufe habe. Also es sind meine 23 Aufrufe, die das Video hat. Und meine Güte. Das Video wird sowas von anderen Leuten nicht gesehen. Das ist in YouTube ist es sicherer, als wenn ich es auf eine CD brenne und in den Schrank einschließe. So sicher ist das Video in YouTube, dass es kein Mensch je sieht. Mittlerweile ist es aber so, dass es mir lieber wäre, es sehen die Menschen und die machen sich lustig, als dass es niemand sieht, weil es niemand sieht, das ist grausam. Naja, das soll es jetzt auch schon mal gewesen sein. Eine Sache wollte ich noch sagen, warum ich ganz am Anfang des Videos mit Hallo Welt gegrüßt habe. Das scheint unter Programmierern so eine Art Running Gag zu sein. Wenn man sich das Programmieren selber beibringt, in irgendwelchen Tutorials, egal ob das jetzt HTML ist oder
C++ oder Java oder weiß der Geier. Immer wenn man das erste Mal ein paar Zeilen programmiert hat, soll man hinschreiben, Hallo Welt, und das Programm soll dann diese zwei Worte ausgeben. Dass er quasi die Worte Hallo Welt programmiert hat. Das fand ich immer ganz witzig. Deswegen habe ich euch heute mal so begrüßt. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum zweiten Video, wo ich mich dann mehr mit ganz spezifischen Punkten der vorhin genannten Themen auseinandersetzen werde. Bis dahin. Ciao.